er versetzt auch mit 73 Jahren Menschenmassen in Euphorie. Rund 75.000 Menschen aus aller Welt feiern Bruce Springsteen und seine The E Street Band am Hockenheimring. Dietmar Schultke ist dafür extra aus dem Spreewald angereist. Er ist The Boss-Fan seit 40 Jahren. Wir in der DDR haben natürlich immer gerne Westradio gehört und da ist der Funke gezündet bei The River. Und dann kam Born in the USA raus und das war dann seine beste Zeit mit dem größten Publikum, was er immer hatte. Und ein paar Jahre später war er in der DDR und das war die Sensation schlechthin für uns. Vor genau 35 Jahren spielte Bruce Springsteen in Ost-Berlin vor rund 160.000 Menschen. An jede Einzelheit erinnert sich Dietmar Schultke bis heute. Also die Massen sind geflutet. Wir hatten den größten Stau in der DDR ever. Die Leute haben teilweise die Autos an der Autobahn stehen gelassen, damit sie zum Springsteen-Konzert kommen. Viel los ist auch am Hockenheimring. Bruce Springsteen und seine The E Street Band spielen knapp 3 Stunden lang immer ganz nah an den Fans. Einfach Weltklasse. Und er hat es geschafft, unseren Rentnerblock, sage ich mal, unseren Sitzplatzblock dazu zu bringen, dass alle aufstehen und alle mitmachen. Und das ist schon eine coole Aktion gewesen. Es war total mega gut, es war irre, es war das beste Konzert ever. Sowas habe ich noch nie gesehen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der hat Badlands gespielt. Das war das erste Lied in Ost-Berlin gewesen und Badland heißt der Ödland und die Menschen sind wieder voll mitgegangen. Oh, das war die Melodie und das war fantastisch. Bruce Springsteen seit fast 50 Jahren auf der Bühne und kein bisschen müde.